Die Stadtverwaltung und der Hauptauftragnehmer des Großprojektes Eisenbahnüberführung Ernst-Reuter-Allee haben sich geeinigt. Zum einen zu den Terminen der Fertigstellung und zur Vergütung für wesentliche Zahlungsforderungen. Der Finanz- und Grundstücksausschuss berät am 28. Oktober. Abschließend entscheidet der Stadtrat am 5. November. Anlass für das Bauprojekt waren die maroden Eisenbahnbrücken der Deutschen Bahn. Diese sind mittlerweile erneuert worden. Zum Projekt gehören zudem unter anderem Fähr- und Entsorgungsleitungen des städtischen Abwasserbetriebes und der SWM, Anlagen der MVB. Ursprünglich sollte die Baumaßnahme im Oktober 2019 abgeschlossen sein. Ein sehr komplexes Bauvorhaben. Aus vielfältigen Gründen kam es zu höheren Ausgaben, wie zum Beispiel Forderungen vom Hauptauftragnehmer für geänderte und zusätzliche Leistungen, Einhaltung der Sperrpausen der Deutschen Bahn AG, verlängerte Bauzeit, zusätzliche Leistungen von Drittunternehmen, zum Beispiel für Sicherungen von Gebäuden, zusätzliche Planungsleistungen der Ingenieurgemeinschaft, zusätzliche Wege durch die Baustelle für Fußgänger und Radfahrer oder der Straßenbahnbetrieb, eine notwendig gewordene Teilkündigung und Neuvergabe der Leistungen der Bauüberwachung und Bauoberleitung verursachte weitere Kosten. Weitere Kostenpunkte sind externe Beratungen durch Rechtsanwälte, baubetriebliche Gutachter sowie geotechnische oder abfallrechtliche Beratung. Wegen erhöhter Anforderungen an die Sicherheit des Tunnels kam es unter anderem zu Mehrkosten. Nach bisheriger Hochrechnung sind für das Großbauprojekt Gesamtkosten in Höhe von ca. 198 Millionen Euro absehbar. Davon trägt die Landeshauptstadt rund 80 Millionen Euro. Mit Bestätigung durch den Stadtrat könnte die Stadt langwierige und kostenintensive Streitverfahren umgehen. Der Tunnel könnte so Ende 2022 in Betrieb gehen. Der Beschluss soll weitere Verzögerungen um mehrere Jahre vermeiden.